Ein neuer Tag, ein neuer Donut. Und wir sind heute in Basel bei Misty Fry. Und wie man sieht, hinter uns bildet sich schon eine kleine Schlange. Denn hier gibt es scheinbar die besten veganen Donuts in ganz Basel. Ganz besondere Kreationen. Und ich will ein bisschen mehr herausfinden. Wer steckt denn dahinter? Was passiert denn da drin? Und ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Hi zusammen, ich bin Allegra und willkommen bei Misty Fry. Das ist Allegra, sie ist die Gründerin, Chefin, Creatorin, Bäckerin. Also kurz gesagt, du bist Misty Fry. Wie bist du dazu gekommen, Misty Fry zu gründen? Ich lebe schon sehr viele Jahre vegan und habe viele Jahre auch in der Gastronomie gearbeitet. Viel Caterings für Bands gemacht, an Shows und so weiter. Und dadurch eigentlich erst gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, andere mit meinem Essen glücklich zu machen. Und ich wollte das einfach beruflich wirklich auch verfolgen. Und als ich dann hier in der Schweiz war, habe ich gemerkt, dass die Nachfrage nach veganem Essen groß ist, aber dass das Angebot einfach noch nicht so da ist. Es kommt jetzt zwar, aber es ist einfach noch nicht so auf dem Level wie jetzt zum Beispiel Hamburg oder so, wo ich herkomme. Und dann habe ich angefangen, Pop-Ups zu machen und Donuts an Wochenmärkten und so zu verkaufen und dadurch vor allem gesehen, ey, die Leute haben richtig Bock auf Donuts, ich habe mega Bock, das zu machen und habe diesen Sprung dann irgendwann gewagt, das Vollzeit durchzuziehen und habe mich dann auf die Suche nach einem kleinen Laden gemacht und hier sind wir jetzt. Mega cool. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich auf Instagram gesehen, dass du um 3 Uhr morgens schon Donuts gemacht hast. Verrat mir, wie schaffst du das? Mit wenig Schlaf und viel Koffein. Also es ist wirklich, es ist anstrengend, aber es ist auch super erfüllend. Es gibt mir ganz, ganz viel zurück. Und deswegen mache ich es eigentlich, weil ich das liebe zu sehen, wie Leute das einfach auch genießen, dass sie sowas essen können und dass es sowas auch hier in der Stadt gibt. Was sind deine Zukunftspläne? Es ist noch nicht so ganz safe, was alles noch kommt. Ich halte es auch alles ein bisschen offen, gerade weil der Laden erst knapp 2 Monate alt ist. Jetzt vor allem möchte ich das Team erstmal aufbauen. Darauf freue ich mich auch. Das ist ein großer, toller, neuer Schritt für mich. Und da bin ich super gespannt, was da noch passiert. Und dann gibt es natürlich einfach viel erstmal hier noch im Laden zu optimieren und in der Küche, in der Produktion. Ja, und wer weiß, was dann noch so bevorsteht und noch so kommt. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wo holst du deine Inspiration her für all die neuen Kreationen jeden Monat? Tatsächlich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Quellen. Eine große Quelle ist ganz sicher Instagram. Also das müssen nicht mal nur Donuts sein, wobei ich da auch einige Shops, vor allem in Amerika, habe, die ich total bewundere und mit denen ich auch im Austausch bin. Und da gibt man sich ab und zu mal gegenseitig irgendwie Feedback oder Inspiration. Und sonst ist es wirklich einfach auch vom Kochen an sich, weil ich auch super gerne und sehr viel koche. Und da finden sich manchmal irgendwelche Geschmackskombinationen, die man jetzt vielleicht nicht bei einem Donut erwarten würde, die aber total gut passen, wie zum Beispiel jetzt ein Pizza-Donut, den ich letzten Monat hier gemacht habe. Und es ist einfach für mich der schönste Teil eigentlich, neben dem Interagieren mit den Leuten hier, so kreativ zu sein und da einfach mich voll austoben zu können. Das merkt man wirklich, dass die Donuts mit Leidenschaft und Liebe gemacht werden. Und hier hinten sieht man schon die Kreation von diesem Monat und wir sind sehr gespannt drauf und freuen uns total, die jetzt zu testen. Wir haben jetzt von allen Donuts wie immer wieder je einen mitgenommen, weil ein Donut reicht uns nicht. Wir fangen mal an. Ich probiere mal den Vanilla Sea Salt. Sollen wir immer den gleichen nacheinander probieren oder darf ich jetzt auch einen probieren und dann... Okay, das ist scheinbar der Matcha Sesam Donut. Ich probiere mal. Der sieht grün aus, der schmeckt grün. Das ist ja... Der schmeckt grün. Schmeckt nach Matcha und Zitrone. Ich liebe das, wenn ich Sachen probiere. Und es einfach neu schmeckt. Das liebe ich. Wenn ich es quasi so noch nicht in der Kombination geschmeckt habe und das hatte ich noch nie in der Kombination. Ich rate jetzt mal, das wird dein Favorite sein, weil das ist Mango-Kokosnuss. Und ich weiß, dass du total auf fruchtige Donuts stehst. Und was meint der Fruchtexperte? Solide. Ich liebe es, weil es adäquat süß ist.
adäquat süß. Das ist wirklich ein Ding, das sagt man so. Ich will jetzt meinen testen, wo ich habe ja natürlich schon auf Instagram geguckt und alle angeschaut und habe mich natürlich schon entschieden, welches das mein Donut werden wird. Und das war der. Das ist der Salted Caramel Brownie. Ich mach mal die Wespe weg. Weg. Ich teile nicht. Ja. Also, lass mal rüberwachsen. Wespi, wir haben gleich Stress. Du kommst gleich auf den Schlachthof. Nur schon der Brownie da oben drauf. Ich will den Brownie haben. Ist der Beste. Ist der Beste. Von allen. Und jetzt kommt noch der letzte von den Fünfen. Was ist das für einer? Das ist der Chocolate Mocha Donut. Da kann man, glaube ich, auch nichts falsch machen, oder? Ich glaube nicht. Und was meinst du? Aha. Du bist voller Schokolade. Fuck, der ist auch gut. Der ist auch richtig gut. Ich glaube, viele Schokoladenflecken später sind wir jetzt fertig mit Testen und also die Fahrt nach Basel hat sich gelohnt. Also es sind richtig, richtig gute Donuts. Definitiv. Und man schmeckt wirklich raus, dass das mit Leidenschaft und vor allem mit sehr viel Kreativität gebacken wurde. So die Kreationen Matcha-Sesam. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also Matcha-Sesam ist auch mein Favorit, einfach weil der so speziell ist, so anders ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr in Basel seid oder auch wenn ihr nicht in Basel seid, geht nach Basel, probiert Misty Fry Donuts. Vielleicht wird es ja auch mal noch einen zweiten Laden geben, vielleicht auch irgendwo anders in der Schweiz. Wer weiß, da kann sich ja noch viel entwickeln. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen nach oben, abonniere uns und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.